Hallo ihr Lieben, heute soll es wieder ein Video geben, wo es um die letzten drei Bücher geht, die ich gelesen habe. Ich verlinke sie euch wie immer hier nochmal um mich drumherum. Dann könnt ihr wieder genau draufklicken, wo ihr hin wollt. Und nicht wundern, falls ich etwas glänze. Ich wollte gerade anfangen mit Drehen, habe mich schön geschminkt und dann kommt mein Hund und er sagt mir, er muss nochmal raus. Und ich denke mir, na super. Also raus, ich raus, 30 Grad draußen, strahlender Sonnenschein, ich schwitze wie Sau und ich bin komplett zerlaufen. Also ich hatte jetzt aber auch keine Lust, nochmal eine Lage Make-up drüber zu schmieren, deswegen müssen wir heute damit leben, dass ich irgendwie etwas zerlaufen bin und meine Fensterscheibe reflektiert an der Brille, habe ich gesehen eben. Das geht jetzt leider auch nicht anders. Es tut mir leid, damit müssen wir heute irgendwie leben, aber das ist hier gerade der kühlste Platz in der Wohnung, den ich gefunden habe. So viel aber erstmal dazu und ich würde sagen, wir legen jetzt einfach erstmal los mit den letzten drei Büchern, die ich gelesen habe. Und ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Video. Das erste Buch für dieses Video ist dieses hier, Einsame Spur von Darlene Singh. Das war mein Gestaltenwandlerbuch vom Mai. Und diese Bücher werden echt immer dicker, seht ihr das? Also die anderen waren vielleicht so die Hälfte, aber das ist echt schon mega fett. Also Lochruf des Verlangens war ja schon echt dick und das ist noch mal ein Stück dicker. Es ist der Hammer, die werden immer fetter, diese Bücher. Komme ich aber erstmal zum Inhalt. In Einsame Spur geht es um Rias und Atria. Atria ist eine Verwandte von Inigo, die wir ja schon aus dem 9. Band kennen, aus Wilde Glut. Und Atria hat eine ganz, ganz schlimme Beziehung hinter sich, wo sie auch gerade noch dabei ist, das Ganze zu verarbeiten und möchte deswegen halt auch erstmal keine neue Beziehung eingehen, weil sie halt erstmal glücklich ist, wie sie ist. Und trifft dann halt unverhoffterweise, wie es halt immer so ist, auf Rias. Rias ist ein Mitglied des Rudels, welches bisher im Außeneinsatz gearbeitet hat, ist jetzt aber auch nach langer Zeit in sein Rudel zurückgekehrt, deswegen sind die zwei sich vorher auch noch nicht begegnet. Und ja, die beiden treffen aufeinander und natürlich entfacht sofort zwischen den beiden die Leidenschaft. Und es gibt aber ein Problem, also nicht nur, dass Atria noch an ihrer Beziehung, an ihrer letzten zu knabbern hat, wo wirklich einiges schief gegangen ist und die dann auch ein ganz, ganz böses Ende genommen hat, sondern man hat ja auch nur das Problem, dass Rias sein Herz einer Frau geschenkt hat, die er niemals lieben darf und mit der er niemals zusammenkommen wird und deswegen auch eigentlich nicht fähig ist, eine Beziehung mit einer anderen Frau einzugehen. Ob die beiden es am Ende dann doch noch schaffen, sich zu kriegen oder halt auch nicht oder was mit den beiden genau passiert, das verrate ich euch natürlich nicht. Erstmal die Handlung. Also die Handlung in diesem Buch war mir leider ein bisschen zu dünn. Das heißt, dass diese Geschichte um Atria und Rias nur so irgendwie so nebensächlich war, obwohl das ja eigentlich dieser Haupthandlungsstrang von diesem Buch war. Aber leider irgendwie ist da zu viel drum und dran passiert. Man hat ja aufgrund dieser ganzen Bücher, die man vorher schon gelesen hat, natürlich verschiedene Handlungsstränge, die man auch weiter verfolgen muss. Wie zum Beispiel, was ist jetzt mit dem Menschenbund und was passiert bei den makellosen Medialen und was ist bei dem Rat von den Medialen eigentlich los? Und diese ganzen Handlungsstränge werden hier wieder aufgenommen. Jeder einzelne, also nicht nur die, die ich jetzt gerade gesagt habe, sondern noch einige mehr. Und werden hier in dieses Buch mit reingepackt, was für mich eine ziemliche Verwirrung dann am Ende hinterlassen hat. Weil es waren ja einfach zu viele Baustellen in diesem Buch. Und ich habe wirklich dieses Gefühl gehabt, das ist wirklich nur so ein Überbrückungsband. Weil jetzt im 12. Band soll ja irgendwas Großes passieren und nichts ist mehr so, wie es vorher war. Und ja, und ich finde, wenn man das weiß, dann ist Einsame Spur wirklich nur so ein Überbrückungsband, um halt auf den 12. Band endlich hinzukommen. Und das fand ich ein bisschen schade, weil dadurch die Geschichte von Atria und Rias doch ganz schön gelitten hat. Und es war für mich ein gutes Buch, aber es war halt jetzt eins der schlechteren Gestaltenwandlerbücher. Zum Schreibstil und allem brauche ich, glaube ich, nichts weiter sagen. Das Worldbuilding alles wieder super genial, genau wie bei den anderen Büchern. Das ist ja eigentlich immer das Gleiche, ne? Also von daher ist es für mich auch wieder richtig gut. Mein Fazit zu diesem Buch ist, es ist definitiv einer der schwächeren Bände von dieser gesamten Reihe. Aber es ist ein Buch, was man trotzdem, finde ich, gelesen haben muss, weil hier bei diesen ganzen Baustellen, diesen ganzen kleineren Handlungssträngen wirklich sehr viel passiert. Und ich finde, wenn man das nicht liest und nicht weiß, könnte es dann im nächsten Buch passieren, dass man denkt, hä? Wieso? Was ist da jetzt passiert? Was habe ich da nicht mitbekommen? Wisst ihr, was ich meine? Deswegen lesen auf jeden Fall. Wie gesagt, ich bin auch sehr, sehr schnell durch dieses Buch gekommen. Es hatte hier und da vielleicht auch mal so seine Längen, wo ich dachte so, pff, ja, jetzt, ne, komm auf den Punkt. Aber ansonsten, wie gesagt, war es ein schönes Buch, es hat mir gefallen, aber eben nicht so gut wie die ganzen anderen Teile. Da denkt man, man hat mal Ruhe zum Drehen und was passiert. Da kommt mein Freund nach Hause. Komm hier, Schatz. Ja, da kam mein Freund jetzt unverhoffterweise nach Hause, weil er mit dem Fahrrad gestürzt ist, der Arme, aber es geht ihm gut. Also, keine Fernverletzungen. So, machen wir weiter. Das zweite Buch, was ich euch zeigen wollte, ist dieses hier, Lockwood & Co. von Jonathan Stroud. Das ist der erste Teil, die seufzende Wendeltreppe.
Und ich muss sagen, ich finde das Buch wirklich richtig gut. Also dafür, dass es ein Jugendbuch ist, hat es eine wirklich coole Atmosphäre und vermittelt eine wirklich coole Stimmung. Ich komme aber erstmal ganz kurz zum Inhalt. In diesem Buch geht es um Lucy Carlyle. Und Lucy ist Geisterjägerin und wohnt in einer kleinen Stadt, arbeitet bei der dortigen Geisterjägeragentur und hat aber nach einem ziemlich beschissenen Vorfall, nennen wir es einfach mal so, die Schnauze voll und macht sich auf den Weg nach London. Dort möchte sie für eine der renommierten Geisterjägeragenturen arbeiten und das funktioniert leider nicht so und die lehnen sie erstmal komplett ab und bieten ihr halt keinen Job an. Und am Ende landet sie bei Lockwood und Co. Nachdem Lucy, Lockwood und George sich so ein bisschen angefreundet haben und auch schon die ersten Aufträge erledigt haben, nimmt sie einen neuen Auftrag an, bei dem es darum geht, einen bösen Hausgeist zu vertreiben. Bei dem Auftrag geht aber leider einiges schief und sie fackeln versehentlich das Haus der Besitzerin ab. Die findet das Ganze natürlich gar nicht lustig und möchte den Schaden ersetzt haben und so muss Lockwood und Co. 60.000 Pfund oder Dollar, ich weiß jetzt gerade gar nicht mehr, was das für eine Währung in dem Buch war, ich würde jetzt mal sagen 60.000 Pfund als Entschädigung zahlen und die haben natürlich das Geld nicht und stehen damit vor einem riesigen Problem. Das ist eines der Probleme, die Lockwood und Co. bewältigen müssen. Natürlich passieren hier noch ganz, ganz viele andere Sachen. Mehr möchte ich aber zum Inhalt nicht verraten, weil ich denke, wenn ich mehr erzähle, spoilere ich euch zu viel. Und alle, die jetzt sagen, hast du gespoilert, weil die fackeln ja das Haus ab. Nein, habe ich nicht. Das steht hinten auf dem Rückband drauf. Kann jeder lesen. Also, vom Inhalt her, wie gesagt, verrate ich euch nicht mehr, weil sonst einfach zu viel wäre. Ich muss aber sagen, dass die Handlung im Großen und Ganzen wirklich richtig gut war. Sie war ab einem bestimmten Punkt für mich sehr vorhersehbar. Also es gab da eine Wendung in diesem Buch, wo ich mir dann gesagt habe, okay, das und das, so wird das ausgehen und so kam es dann am Ende auch. Aber das ist nicht weiter schlimm, weil wie gesagt, es ist eine Jugendbuchgeschichte und die sind ja meist nicht so vertrackt und kompliziert wie jetzt Geschichten für Erwachsene oder Krimis oder Thriller oder irgendwas. Also von daher ist das alles völlig in Ordnung und legitim für die Handlung. Das Setting ist mega genial, weil wir befinden uns hier in London und in England, also so alles rund um London. Und ich muss sagen, es gefällt mir richtig gut. Wir haben hier eine Mischung aus unserer Welt mit so ein paar Fantasy-Elementen, weil es natürlich in der Welt von Lockwood und Co. Geister gibt. Und dementsprechend sind natürlich ein paar Dinge anders als bei uns. Und das hat mir richtig gut gefallen und ich mochte, wie gesagt, das ganze Setting. Ich mag ja London sowieso als Stadt total gern und ich freue mich auch schon, wenn ich dann jetzt Urlaub habe und nach London fahren kann. Wuhu! Und und ich finde, es ist einfach eine wahnsinnig tolle Atmosphäre, die Jonathan Stroud hier in diesem Buch geschaffen hat. Also vom Setting her, man hat wirklich dieses Gefühl, dass diese Geisterwelt, so wie er das beschreibt, dass das alles relativ anders ist. Also das ist halt schon ein bisschen düsterer und ein bisschen, ja, einfach gruseliger wird das so beschrieben. Ich weiß gar nicht, wie ich euch das jetzt erklären kann. Aber auf jeden Fall finde ich die Atmosphäre in dem Buch richtig, richtig gut. Die Charaktere in diesem Buch sind wirklich liebenswert. Also ich mochte Lucy, ich mochte Lockwood und ich mochte George. Der hatte so eine bisschen schrullige Art an sich und aber auch er ist auf seine gewisse Art und Weise total liebenswert und die drei dann zu begleiten auf ihrem Weg, diese Probleme zu bewältigen und zu lösen, das fand ich richtig gut. Wie gesagt, ich mochte die Charaktere. Ich finde, man konnte die Handlungsweisen gut verstehen und man konnte auch wirklich gut verstehen, wie sie miteinander agiert haben und das alles. Und da hatte ich absolut überhaupt keine Probleme und deswegen sage ich, die Charaktere in diesem Buch sind super top. Der Schreibstil von Jonathan Stroud hat mir auch gut gefallen. Jetzt ist hier gerade eine Biene ins Fenster geflogen. Entschuldigung, ich war etwas irritiert. Und er hat mir auch richtig gut gefallen. Er schreibt locker leicht. Das ist natürlich ein Jugendbuch, was natürlich einen leichten Schreibstil ausmachen sollte, weil ich finde Jugendbücher, wenn die zu kompliziert geschrieben sind, finde ich das nicht gut. Deswegen finde ich das immer sehr schön, wenn die so locker leicht sind und man das halt auch so gut zwischendurch lesen kann. Und er hat hier so eine gewisse Art, Bücher zu schreiben, die mir richtig gut gefallen hat. Das war so ein bisschen sarkastisch und ein bisschen witzig und halt, halt auf seine ganz besondere Art und Weise und ich mochte das total gerne. Mein Fazit zu Lockwood und Co. ist, dass es ein super erster Teil ist für diese Reihe und ich denke, die anderen Bücher sind mindestens genauso gut und ich werde sie auf jeden Fall lesen und ich werde da auf jeden Fall dranbleiben, diese Reihe weiter zu verfolgen, wenn ich dann auch mal mit den anderen Reihen irgendwie weiter bin. Ihr wisst, was ich meine. Und ich mochte Lockwood und Co. total gern und es hat mir richtig gut gefallen und ich kann euch das definitiv nur empfehlen. Ich kann das vor allen Dingen auch mal Leuten empfehlen, die nicht gerne so Liebesschnulzen lesen. Ich bin ja so ein Mensch, ich lese ja gerne Liebesschnulzen und ich brauche überall eine Liebesschnulze und bei Lockwood und Co. war keine drin. Das war aber überhaupt nicht schlimm, weil, wie gesagt, dadurch, dass es durch dieses Thema mit den Geistern und diese Detektivarbeit, die sie da gemacht haben, war das ja schon so ein bisschen Krimi-mäßig und da fand ich es auch überhaupt nicht schlimm und es hat mich auch überhaupt nicht gestört, dass da keine Liebesgeschichte drin ist in diesem Buch und deswegen kann ich das allen Getrostes empfehlen, die sagen, ach, Liebesgeschichten, ich habe keinen Bock mehr darauf. Lest Lockwood und Co., es ist wirklich gut. Das letzte Buch, was ich euch heute zeigen möchte, ist dieses hier.
Dante Walker, Seelensammler. Und ich habe mich so gefreut, dieses Buch jetzt endlich zu lesen. Und ich dachte, jetzt liest du Dante Walker, dieses Buch zuckt seit Weihnachten hier bei dir rum und du musst es jetzt endlich lesen. Du wolltest es schon so lange lesen und ich habe mich so wahnsinnig auf dieses Buch gefreut. Und dann war es eher ein Reinfall. Aber als allererstes muss mal der Inhalt. In Dante Walker Seelensammler geht es um Dante Walker und er sammelt Seelen für die Hölle. Das heißt, er markiert die Menschen, wenn sie etwas Böses getan haben oder eine schlechte Tat begangen haben, dann markiert er die Menschen mit so einem Siegel. Und wenn irgendwann eine Seele ganz, ganz viele Siegel hat, dann wird die einkassiert und du landest in der Hölle, wenn du stirbst. Das ist natürlich nicht sehr cool. Aber auf jeden Fall ist Dante halt nach seinem Tod, nach seinem Ableben als Seelensammler zurück auf die Erde gekommen. Und Dante steht kurz vor einer Beförderung und kann damit immer auf der Erde bleiben. Also wenn er diese Beförderung bekommt, muss er nicht mehr in die Hölle zurück, sondern kann halt immer auf der Erde bleiben. Und das, wer möchte das nicht? Ich meine, keine Sau möchte in die Hölle, wenn wir mal ehrlich sind. Ich würde es auch nicht wollen. Auf jeden Fall soll Dante jetzt noch einen einzigen Auftrag erledigen. Und zwar soll er die Seele von Charlie einsammeln. Das ist ein Mädchen, sie wohnt in einer kleinen amerikanischen Stadt. Und wenn er Charlies Seele binnen 10 Tagen eingesammelt hat und sie in die Hölle schickt, dann bekommt er seine Beförderung und alles ist schön. Als Dante sich dann aufmacht, um seine Mission zu erfüllen, lernt er Charlie kennen und stellt sehr, sehr schnell fest, dass sie ganz anders ist, als er erwartet hat. Und je mehr er Charlie kennenlernt und je besser er sie kennenlernt, umso mehr stellt er fest, dass sie Gefühle in ihm weckt, die er längst geglaubt hat, dass sie verloren gegangen sind. Und ja, das macht für ihn die Mission nicht einfacher. Und ob er es schafft, Charlie innerhalb dieser 10 Tage in die Hölle zu befördern, das verrate ich euch natürlich nicht. Das müsst ihr selber lesen und ja, so viel erstmal zum Inhalt. Also die Handlung war im Großen und Ganzen für mich völlig okay, die Geschichte war von der Erzählweise und vom Aufbau her auch super in Ordnung. Da hat mich überhaupt nichts gestört. Aber es war halt auch irgendwie nichts Besonderes. Also es war eine schöne Geschichte, aber mehr halt auch nicht. Und das fand ich ein bisschen traurig von der Handlung her. Und was mich aber richtig gestört hat, sind die Charaktere. Also die Charaktere in diesem Buch, das sind solche Stereotypen. Da sollte sich noch einmal einer über Jennifer Armentrout aufregen, dass die mit Stereotypen arbeitet und Klischees und Kitsch. Das hier ist mehr Kitsch und Klischee, als selbst ich vertragen kann. Ehrlich, das war einfach nicht mein Fall. Und das ist so ein typisches Buch. Oh, ich habe das schon 1000 Mal gelesen und ich will sowas einfach nicht mehr lesen. Und es ist nervig und ich habe da auf sowas keinen Bock mehr. Also Dante ist ein ziemlicher Bad Boy und er ist am Anfang des Buches auch ziemlich egoistisch und denkt halt nur an sich selbst. Und naja, er ist halt nicht für umsonst in die Hölle gefahren, ne? Und ja, dann hätten wir auf der anderen Seite hier natürlich Charlie. Und Charlie ist natürlich das liebe, nette Mädchen von nebenan. Sie hat eine ziemlich reine Seele und sie ist so eine kleine, schüchterne, so ein kleines, schüchternes Mäuschen, was halt auch nicht unbedingt wirklich gut aussieht. Und Entschuldigung, dass ich immer da hingucke, aber ich glaube, da hängt eine fette Spinne unter meinem Fensterbrett. Okay, ich lasse die Spinne jetzt einfach mal hin. Ja, und Charlie ist halt, wie gesagt, so dieses stereotypische, kleine, graue, schüchterne Mäuschen, was sich dann halt während der Geschichte verändert, aufgrund von Dingen, die da passieren. Und ich habe auch sowas keine Lust mehr. Ich möchte sowas nicht mehr lesen. Und dieses Buch hat mich fertig gemacht. Ich habe mich so darauf gefreut und ich habe gedacht, endlich mal wieder ein Buch, was dich pushen tut und wo du wirklich nichts zu meckern hast, weil ich hatte ja die letzten Bücher, wo ich gelesen habe, wirklich irgendwie, hat mich immer irgendwas gestört. Also jetzt mal abgesehen von Lockwood. Das war eigentlich alles okay, aber auch bei Einsame Spur und davor auch bei Anonyme Untote und Zweilicht, da hat mich immer irgendwas gestört und ich dachte, wenn du jetzt Dante Walker liest, dann hast du endlich mal ein Buch, wo wieder alles richtig ist. Gerade weil ich ja Feuer und Flut und Salz und Stein von Victoria Scott so toll fand. Aber nein, Dante Walker klieft vor Klischees und Kitsch und Stereotypen und oh, es war einfach nur nervig. Und ich war dann auch echt froh, wo dieses Buch vorbei war. Ja, so viel zu den Charakteren. Also ich meine, sie sind schon irgendwie auf eine gewisse Art und Weise liebenswert, aber man hat es alles schon 1000 Mal gelesen. Ja. Vom Setting her befinden wir uns hier in einer typisch amerikanischen Kleinstadt, mit einer typisch amerikanischen Highschool, mit einem typisch amerikanischen Setting halt. Und es gibt Malls und alles Mögliche und krasse Autos und ja, es ist halt alles schon da gewesen. Mein Gott. Das einzigste Positive, was ich in diesem Buch wirklich sagen kann, ist der Schreibstil. Der ist wie bei Feuer und Flut und Salz und Stein wirklich sehr, sehr individuell und typisch Victoria Scott. Der hat mir wirklich richtig gut gefallen und der hat für mich hier das Ruder auch noch rumgerissen. Also die Dialoge und wie das alles beschrieben wurde und wie das manches in Szene gesetzt wurde, hat mir schon gut gefallen. Aber leider dieses ganze Drum und Dran war mir einfach zu viel. Zu viel von allem. Und das hat mir dieses Buch so ein bisschen versaut. Und mein Fazit zu Dante Walker ist, es ist leider nur Durchschnitt.
Es ist nichts Besonderes, das ist eine Geschichte, wie man sie schon tausendmal gelesen hat, wie man sie auch wahrscheinlich noch tausendmal irgendwo lesen wird, und es hebt sich einfach für mich nicht hervor. Also das ist ein Buch, was für mich in der Masse untergeht, auch wenn es wirklich einen richtig guten Schreibstil hat. Und das finde ich schade, aber man kann da ja nichts dran ändern. Wenn es halt so ist, ist es. Das waren meine letzten drei Bücher, die ich jetzt gelesen habe, und ja. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ihr könnt mir mal in die Kommentare schreiben, ob ihr eins von diesen Büchern kennt, ob ihr eins von diesen Büchern schon gelesen habt, wie ihr die Bücher fandet. Und ich würde mich auf jeden Fall freuen. Und ansonsten bedanke ich mich wie immer fürs Gucken, wünsche euch noch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Und ich habe mich so langsam akklimatisiert. Ich schwitze nicht mehr ganz so schlimm. Oh, Gott sei Dank.